gut aus. Geblendet, weil ich die ganze Zeit in die Klammer gesehen habe, aber ich glaube, es ist jetzt so weit, dass wir jetzt gießen können. Aber wir messen natürlich zur Sicherheit noch nach. Flüssig genug sind wir auf jeden Fall. Das Zimt ist auch drin. Wenn die Gießer 11.10 müsste reichen. Für sieben Glocken insgesamt reicht. Wir gießen hier Bolt noch und ihr macht noch eine Probe anschließend. Bolt heißt, wir gehen jetzt noch mit dem trockenen Fichtenstamm hinten rein, der rührt quasi nochmal zusätzlich. Hat aber eine chemische Bedeutung, also rühren könnte man ja auch händisch. Er hat nämlich auch mit Sauerstoff und Wasserstoff, den er durch seinen Kohlenstoff dann noch mit raustreibt quasi. Sollte ein Chemiker anwesend sein, auch ich habe auch in dieser Beziehung etwas laienhaft geredet, aber Kohlenstoff quasi CH2 und CO2, um es mal ganz banal zu sagen, dann eben oben heraus nochmal zusätzlich und rührt auch nochmal alles sehr, sehr gut um. Eine kleine Gussprobe nehmen wir jetzt noch zuvor, um die Erstarrung noch zu erkennen. Von der Temperatur her, wie gesagt, sind wir gut. Das ist die Art Geschmacksprobe. Mein Bruder schaut ganz kritisch. Jawohl, prima, prima. Dann können wir jetzt gießen, meine Damen und Herren. Die Tür ist noch offen. Ich merke aber hier eigentlich nichts. Also die eine Tür könnten wir vielleicht dann auch auflassen, würde ich sagen. Okay. Ihr macht noch zu hinten. Vor Gott. Lobet den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Lob ihn und singen vereint mit den himmlischen Chören. Kommt so auf, seid er und tragt bewacht auf. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und der Erde schaffen. Herr, erhöre unser Gebet. So lasset uns beten, allmächtiger Gott, Herr des Himmels und der Erde, die ganze Schöpfung verkündet dein Lob. Sieh auf das Werk unserer Hände, segne dieses flüssige Metall, das für den Guss der Glocken bestimmt ist. Leite seine feurigen Ströme und schenke unsere Mühe und Erfolg. Gib, dass die neuen Glocken deinen Namen verherrlichen inmitten deiner Gemeinde. Das gewähre uns durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Meine Damen und Herren, ich darf Sie noch bitten, nach dem Glockenguss werde ich es erklären, warum, dass Sie das Rauchen bitte während des Gusses komplett einstellen. Und ich möchte ganz besonders die Herren bitten, völlige Ruhe, möglichst alle, aber vor allen Dingen die Herren, völlige Ruhe zu wahren während des Glockengusses. Vielen Dank. Thank you.
erste Glocke der St. Martin Kirche wird gerade geschossen. Das ist die kleinere. Jetzt wird die zweite gegossen, die größere.
Thank you.
Gesang. Wir sind glücklich, dass alle Glocken vom Guss her rein gießtechnisch geraten sind. Dass Ihre mittlere Glocke, dass die ein bisschen gespuckt hat, liegt wahrscheinlich daran, dass wir einen Fremdwachs bekommen haben. Das war der Künstler, der uns das gestaltet hatte und der hat uns einen Fremdwachs geliefert. Wir hätten vielleicht noch eine Gorkille dann eben nochmal neu machen müssen. War vielleicht unser Fehler, deswegen hat die sehr viel explodiert. Wir haben das schon beim Ausbrennen gesehen. Man konnte schon erkennen in dem Lehm, dass da eben noch Wachsreste drin waren. Und Wachs ist eigentlich das gleiche wie Feuchtigkeit, oder ähnlich jedenfalls von der Auswirkung her wie Feuchtigkeit. Wenn das da vergast, das Wachs, das ist übrigens mit der Feuchtigkeit nichts anderes. Wenn die anfängt dann eben Sauerstoff und Wasserstoff zu cracken, dann gibt es ein Knallgas. Also jeder, der das in der Schule mal noch durchgenommen hat, der kennt das noch aus dem Physik- oder Chemieunterricht, Knallgas. Kann man also sehr, sehr leicht aus unserer Luft oder auch aus dem Wasser herstellen. Und nichts anderes ist das hier. Und wenn es dann eben mal knallt, und das war bei Ihrer mittleren Glocke der Fall gewesen, dann heißt das nicht bei so einem dickwandigen Gussstück. Es ist ja sehr dickwandig. Das ist immer der Vorteil des Glockengießers, dass da irgendwas missraten sei. Aber natürlich wissen wir bei jeder Glocke überhaupt erst, ob sie geraten ist, wenn sie ausgegraben ist. Also ich kann nur sagen, der Glockenguss ist insgesamt sehr gut gelaufen. Ich bin ein bisschen verwundert, das liegt wahrscheinlich daran, dass wir sehr viel Schlacke hatten, dass wir also so quasi mit dem letzten Tropfen auch die Lübecker Glocke noch vollgekommen haben. Alle Glocken sind, was rein gießtechnisch meine ich das jetzt betreffend, sind alle Glocken geraten. Ob sie im Klang gelungen sind, das werden wir Ihnen dann eben sagen, wenn wir sie ausgepackt haben. Das kann im absoluten Minimum eine Woche, eher bitte 2 Wochen dauern, bis sie ausgegraben sind, und dann werden wir ein Ergebnis bekannt geben. Sollten Sie, das sage ich aber gleich jetzt vorweg, irgendwelche terminlichen Abstimmungen noch haben wollen, die Sie bis jetzt noch nicht per E-Mail oder wie auch immer mit unserem Herrn Schmidt hatten. Herr Schmidt steht da mit allen 4 Akten, für 4 Gemeinden haben wir heute gegossen, mit allen 4 Akten und könnte dann eben terminlich mit Ihnen dann eben dann noch was absprechen, für den Fall, dass da noch was zu ändern ist oder jetzt abzusprechen ist. Dafür steht der Herr Schmidt gerne bereit. Bauingenieur, Zimmermann, also den können Sie in vielen Dingen können Sie den fragen, und auch im Glockensektor mittlerweile einer der Fachleute, den wir in Deutschland haben. Voll eingearbeitet, 15 Jahre ungefähr schon da mittlerweile. Also das klappt auch ganz hervorragend. Aber jetzt möchte ich mal alle bitten, die jetzt hier aktiv gewesen sind, auch Ann-Christine, du kannst ruhig mitkommen mit Baba, komm. Der Chrissy natürlich dahinter, hinter der Ann-Christine oder davor, wie auch immer, und der ganze Rest kommt wieder auch mit. Ich möchte Sie einfach mal vorstellen, mal einen Schritt zurückgehen, ich komme mal die Aufmerksamkeit.
Gruß, sage ich jetzt mal, ist es umgekehrt. Dann sind Sie unser Gast und wollte ich Ihnen dann wenigstens mal die Verantwortlichen dann zeigen. Der Esel nimmt sich immer zuerst. Okay. Mein Bruder und ich sind in 13. Generation hier mittlerweile in der Verantwortung, nicht mittlerweile, sondern das auch schon seit bald 30 Jahren oder über 25 jedenfalls, weil unser Vater sehr früh gestorben ist und wir ja sehr früh einsteigen müssen. Das heißt also, wir haben die Verantwortung in dieser Zeit, mein Bruder als Kaufmann, ich als Techniker, mein Neffe, der direkt neben ihm steht, und ich sage mal gleich alle beide hier, das sind beides zwei seiner vier Kinder, die hier sind. Eben war noch ein weiteres Kind hier, wo meine Bruder, die ist aber mit dem Schulrand, sind schon wieder weg. Der Christian hat sogar Glocken, die ist er gelernt. Das ist also Herr Buchmeier, jetzt haben wir immer schon 1, 2, 3, 4 hier an der Grube, die da den Beruf gelernt haben. Die hätten heute ruhig mithelfen können. Hätten die noch ein paar Gießersachen, hätten wir eben noch für Sie gefunden. Ja. Buchmeier ist auch Glocken- und Kunstgießer. Zufälligerweise, ich habe heute erst kennengelernt. Geht man nach vorne? Ich wäre ein Unikat, aber lass mich alles besser belehren. Christian ist also gelernter Glockengießer, und wenn wir schon dann eben so, ich sag jetzt mal, beim Nürnberg sind, da in der Nähe ist halt verschränkt. In der Nähe ist übrigens auch die schulische Ausbildung. Also egal, wo man heute Glockengießer, Kunstgießer, Zinngießer, Metallgießer, alle diese Berufe lernen, die heißen heute alle, diese Berufe heißen heute Metall- und Glockengießer, das ist dann immer in Pegnitz. Egal wer die Ausbildung macht, die müssen also alle dann eben ins fränkische Pegnitz, da das Land Bayern sich bereit erklärt, was ich toll finde, und das Land Hessen mit den größten Gießereien nach Nordrhein-Westfalen hat sich da völlig ausgezogen mittlerweile, was ich auch nicht verstehe. Also alle unsere Lehrlinge müssen dann eben nach Franken fahren, in die fränkische Gegend fahren, um da eben zur Schule zu gehen. Andererseits gefällt das dem einen oder anderen auch ganz gut, wenn er mal so zwei, drei Wochen am Stück dann da nicht unbedingt dann eben bei Mutternzimmer nur sitzen muss oder Vater. Neben ihm seine Schwester, die zwar hier nicht gelernt hat, aber ganz kräftig mithilft, überall die ein oder andere Inschrift, fast alles sogar könnte aus ihrer Hand gekommen sein, hat sie also alles vorbereitet, wollen wir mal sehen, was rausgekommen ist. Dann erst wird gelobt. Der Verantwortliche hier in der Glockengießerei ist der Thorsten Wörstdörfer, gelernter Glockengießer, hat uns mal für ein paar Jahre dann verlassen, wollte unbedingt die Welt kennenlernen, ist überall wirklich rumgekommen, also auf der ganzen Erdkugel, hat dann doch wahrscheinlich gedacht, hier in Sinn ist es doch am schönsten, nicht optisch, ich meine nicht unser Industriedorf, das ist wirklich nicht sehenswert, sein Wohnort ist auch nicht sonderlich viel sehenswerter, aber... Aber die Heimat jedenfalls, zumal es hier auch heimatliches Essen gibt, China und was weiß ich wo, das hat nicht so besonders geschmeckt, ich meine, wie zu sagen. Also er ist gerne hergekommen und hat sein Team hier ganz toll im Griff, das finden wir toll. Und abgesehen davon, dass heute eine Glocke ein bisschen gespuckt hat und ich die, das war mein Fehler, tut mir leid, Jungs, ich die versehentlich mit meinem heißen Eisen dann eben auch noch angezündet habe, das sind die Entgasungen in der Glocke, die führen wir nochmal zusätzlich ab, und ich sage Ihnen extra, Sie sollen das Rauchen wieder einstellen beim Glockenguss, und auch den Fehler, den man eigentlich nie machen darf, entzünde versehentlich dann eben hier tatsächlich an, denn das ist die Luft, ganz normale Luft, die da drin in der Form sich befindet und dann eben natürlich bei diesen Temperaturen zündbar ist. Deswegen führen wir die auch noch zusätzlich ab über so ein Rohr. Da sollte möglichst eben keine heiße Asche hineinfallen. Deswegen sagen wir Rauchen verboten. Das haben wir nämlich mal gehabt, dass da einer sein Pfeifchen dann eben daran ausgeklopft hat und die Glockenform dann explodiert war und die Glocke, glaube ich, jedenfalls nicht geraten war. Ich weiß nicht, weil der Herr Becker müsste es noch wissen. Der Hans Becker. Sie kommen doch auch gefälligst nochmal alle beide hier vor. Halten Sie nicht so weit hinten auf. Rentner dürfen hier auch. Ja, neben dem Thorsten Wörstdörfer steht der Maximilian Schönberger, ebenfalls gelernter Glocken- und Kunstgießer. Heute muss ich das mal so mit der Ganzen dann eben sagen, weil wir eben einen weiteren hier haben, in Herrn Buchmeier. Also gelernter Glocken- und Kunstgießer ist hier in der Glockengießerei bei uns jetzt auch schon mittlerweile, nach, das sind jetzt auch schon 17 Jahre. Überblickst du 7. Jahr, das wird es ja auch nicht. Wir hoffen ja sehr, dass wir das noch 70 Jahre mäßig werden. Ich will nicht sagen, es verzehnfachen können, aber auf jeden Fall noch deutlich verlängern können. Und dann kommen die, das heißt, ihr müsst nur wechseln, jetzt wechseln wir mal schnell. Dann kommt der
wie heißt der Ali, den wollen wir mal zuerst vorstellen, ausnahmsweise, weil der nämlich auch noch in die Glockengießerei gehört, da sind wir jetzt nicht böse, aber wir Ali gehört auch in die Glockengießerei, dem klassischen deutschen Nachnamen Müller, der mir jedenfalls erlaubt, dass ich ihn so nennen darf, eigentlich heißt er anders. Ja, Ali ist auch schon seit ein paar Jahren hier bei uns. Hötschmann. Das ist eigentlich leicht zu merken. Ich weiß nicht, warum ich das nicht hinkriege. Müller ist für mich irgendwie einfacher zu merken. Das hat er mir erlaubt, dass ich das sage. Ja, auch schon seit ein paar Jahren hier bei uns und hoffentlich auch noch sehr, sehr lange dabei. Dann kommen eben die Nicht-Glockengießer, zum Beispiel der Herr Rondowitsch. Der ist eben hier bei uns in der Zisilierwerkstatt eigentlich beschäftigt. Eigentlich so ein Allrounder, so in der ganzen Firma beschäftigt. Der kann eigentlich alles. Und hier der Glockengießerei hilft er dann eben auch dankenswerterweise dann eben zum Beispiel beim Glockenguss mit. Wird aber auch dann eben, wenn der Zeitdruck sein sollte, dann eben auch bei der Nachzisilierung der Glocken zisilieren heißt, nachbearbeiten. Ne? So wie Grundspiel eben seine Sachen nachbearbeitet, machen wir das auch. Bei uns ist das also im größeren Stil, aber im Prinzip technisch gesehen eigentlich das gleiche wie bei dem Gold- oder Silberspiel. Dafür ist also der Herr Rondowitsch hier bei uns im Hause und dann haben noch ein paar weitere mitgeholfen, mitgearbeitet. Da sind die zwei Rentner, die wollen einfach nicht. Die wollen einfach nicht hier vorkommen, die zwei Lästern über uns im Hintergrund, wirklich. Ja, wie man doch uns nennt. Herr Becker ist der ehemalige Glockengießermeister, der mit den weißen Haaren, die Leilinger oder auch die Nürnberger werden vielleicht sagen, genau wie der Nora, kennen Sie noch, und ja, ähnlich sieht er aus. Ist aber ein Schalker, genau wie ich, der saß mal im Stadion auf Schalke, da kam der Klinsmann, damals noch Nationaltrainer, kam jetzt wieder zu mir zu ihm und sagte, ich muss nicht mehr. Ja, also leicht verwechselbar. Und neben ihm der Volker Schaaf, der ist in der Kunstgießerei, aber unverwechselbar, im Gegensatz zu ihm, der Digga. Herr Schaaf war viele Jahre in der Kunstgießerei beschäftigt, Wachsausschmelzung und ist auch weiterhin für uns. Alles natürlich im Rahmen, die beiden im Rahmen dessen, was sie dürfen und können und so weiter und wollen, selbstverständlich auch von seiner Größe alle beide. Und können auch noch, das ist ja auch ganz wichtig, von unserer Seite dürfen sie sagen, wie sie hier noch mit Rollstuhl reingefahren werden, können sie auch noch mit uns auch weiterarbeiten. Den Rollstuhl, den fahren wir auch noch selbst persönlich hier rein. Den Schmidt hatte ich schon genannt, der steht noch da hinten und haben noch viele, viele weitere hier in der Firma beschäftigt, aber die hier das alles in viel, viel wöchentlicher Arbeit erstellt haben, wollte ich doch auf jeden Fall schon mal vorgestellt haben, dass sie dann eben sehen, im Glanze sehen und wir entlassen sie jetzt aufs Bierchen, denn nachgegossen werden muss wie bei Feuerwerkern. Wir sagen ja auch Glück auf, wie bei Feuerwerkern sagt man bei uns auch, dass nachgegossen werden muss und das Nachgießen ist sicherlich oftmals genauso wichtig wie der Hauptguss an sich. Auch wenn ich davon ausgehe, dass ihr nicht bei jedem Bierchen anfangen zu beten, nehme ich mal einen kurz an. Ja.